Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich euch wieder mal gebeten, mir auf Snapchat und Instagram Fragen zu stellen, beziehungsweise kreative Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja und Nein beantworten darf. Und zu drei von den Fragen darf ich sogar eine Begründung abgeben, wieso ich das jetzt mit Ja oder Nein beantworte und wieso nicht. Und zu den anderen kommt nur Ja oder Nein. Und wieso Ja oder Nein, könnt ihr euch dann in den Kommentaren selber ausdenken. Aktiviert von meinem Kanal auf jeden Fall die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Folgt mir auf Snapchat und Instagram. Hier sind jetzt die Namen auch eingeblendet. Da bin ich in letzter Zeit aktiv und ich würde sagen, let's go. So, die erste Frage, Leute. Hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Ja. Hast du dir schon mal gedacht, was sind das für Opferfans? Ja, Leute, bei dem einen oder anderen. Hast du später vor, auch noch YouTube weiterzumachen, wenn du älter bist? Ja, auf jeden Fall. Würdest du mal Haustiere haben, wenn du deine eigene Wohnung oder dein eigenes Haus hättest? Ja, wahrscheinlich sogar 2 Hunde. Ich darf gar nicht antworten, ja, ja. Warst du schon mit deinem Mädchen zusammen? Ja, Leute, das ist so jetzt mal nebenbei. Ja, ich hatte schon mal eine Freundin. Aber so, das ist die meistgestellte Frage, Leute. So, ich habe auf Instagram geschrieben, stellt mir Fragen, die so andere Fragen mal, aber trotzdem ist diese Frage die meistgestellte Frage. Würdest du ein Bild mit deinem Fan machen, wenn er vor deiner Tür klingelt? Nein. Willst du eine Freundin haben? Ja. Wollen wir mal Video chatten? Nein. Ist Erwa langsam auf jeden Fall, Leute. Erwa, was ist das, Digga? 10-mal schneller. Sind beste Freunde für dich, Familie? Ja, auf jeden. Hast du schon mal etwas geklaut? Ja. Würdest du, wenn du 1000 Euro bekommst, mit deinen Freunden den Kontakt abbrechen? Nein. Hast du schon mal überlegt, wie es wäre, schwul zu sein? Nein. Hast du was gegen Lesben, Schwule oder Bisexuelle? Nein. Jeder soll sein Leben leben. Nein, jeder soll sein Leben selbst entscheiden, wie er lebt. So, jedem das Seine. Hast du Musical.ly? Nein. Hattest du schon mal was mit der Polizei zu tun? Ja, Leute. Die erste Begründung. Und zwar waren wir letztens mit Freunden draußen. Und so, das war am Abend. So 11:30, 12. Und auf einmal kam die Polizei. Und so 4 von uns, also wo ich dabei war, sind in die eine Richtung. Und die anderen sind in eine andere Richtung, wieso auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann normal gelaufen und auf einmal sind hinter mir, also ihr müsst euch vorstellen, da war so ein Weg, eigentlich für Fußgänger und Fahrradfahrer halt, und die Bullen, 2 Zivilcops sind reingefahren, der Polizist ist ausgestiegen, hat geschrien, Hände an die Wand. Ich habe meine Hände hoch, habe gesagt, ich habe nichts gemacht. Er hat mich nochmal angeschrien, Hände an die Wand. Jetzt müsst ihr euch mal so vorstellen, ich habe da meine Hände an die Wand, aber hab mich ganz zu den Bullen umgedreht. Dann schaue ich so zurück, dann kommen nochmal 4 Polizeiwagen. So, ich dachte mir, hey, was ist jetzt los? So, wir haben nichts gemacht. Da sage ich, was ist jetzt Sache und so, habe ich halt gefragt, was los ist, was wir gemacht haben. Dann schreit er mich an. Da habe ich irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr irgendwie, wieso er mich so anschreit. Da hat er mich in Handschellen, Leute. Ungelogen, Leute, ich habe mich wie ein Schwerverbrecher gefühlt. Er hat mich in Handschellen, hat mich vors Polizeiauto gelegt, so. Einfach ohne Sinn. Ja, da haben die eine Personalien aufgenommen und am Ende kam raus, dass meine Beschreibung anscheinend zu einem von dem Fahrraddieb dort in der Gegend passen würde. Ja, ich habe mich wie ein Schwerverbrecher gefühlt, so ohne Sinn einfach die Polizei. Wie die einfach, die übertreiben einfach, vor allem in Bayern, so, die nehmen alles viel zu ernst, so. Dann zur nächsten Frage, möchtest du mit 18 ausziehen? Nein. Magst du Italiener? Ja, Martin, ich mag Italiener. Würdest du für 10.000 Euro deinen YouTube-Kanal löschen? Nein. Nächste Frage von Ali Aladami, Bro, Grüße gehen raus an dich. Folgt ihm alle auf jeden Fall auf YouTube. Er fragt, ob ich irgendwie in Zukunft was mit Musik geplant habe. Nein, ich habe nichts mit Musik geplant. So, dann mal meine zweite Begründung. So, wenn ich mit YouTube anfange und so von Anfang an so wirklich so Leute versucht zu unterhalten, ihnen was von meinem Leben so teilzuhaben mäßig. Wieso sollte ich dann auf einmal Musik anfangen? So viele YouTuber machen das so auf einmal, aber ich werde es auf jeden Fall nicht machen. So, ich sehe dahinter keinen Sinn. Wenn du als YouTuber anfängst, dann machst du auch
als YouTuber weiter, so, wieso musst du auf einmal Rapper werden oder was weiß ich so. Aber jedem das seine, ich auf jeden Fall werde es nicht machen. Hattest du schon mal den Gedanken auszuziehen? Ja. Würdest du deinen besten Freund für 10.000 Euro verraten? Nein. Würdest du eine Fernbeziehung führen wollen? Nein. Willst du mal Kinder haben? Ja. Hast du schon mal einen Promi getroffen, also Fußballer oder YouTuber oder Musiker oder halt Rapper? Ja, Leute, im letzten FAQ habe ich sogar ein Video eingeblendet von Wesel, wo ich bei ihm mäßig auf dem Konzert war. Also wenn er überhaupt dazu zählt, aber ich schätze jetzt schon. Ja. War es am Anfang komisch, als Hakan nicht mehr bei euch wohnte? Ja. Bist du momentan zufrieden mit deinem Leben? Ja, Leute, ich bin voll zufrieden. Magst du die Türkei, ja? Würdest du vom 10-Meter-Turm springen? Boah. Ich glaube schon, ja. Real Madrid fürs Leben. Ja, Andre, Bro, Real Madrid fürs Leben, hier. Hast du schon einen Führerschein? Nein. Willst du mich heiraten? Nein. Warst du schon mal in einer Shisha-Bar, ja? Hast du schon mal per Nachricht Schluss gemacht, also mit dem Handy über WhatsApp? Nein. Oder hast du schon mal jemanden geschworen, etwas nicht zu machen, aber es dann trotzdem gemacht? Ja. Hast du früher SpongeBob geschaut? So, Leute, jetzt meine dritte Begründung. Ja, Leute, ich habe SpongeBob geliebt. Meine Mutter hat mir immer erzählt, als ich noch ganz klein war, habe ich SpongeBob gesuchtet. Und wenn ich es dann nicht schauen durfte, habe ich immer Spielzeuge an die Wand geworfen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So als 5-jähriger Junge habe ich einfach Spielzeuge an die Wand geworfen, nur weil ich kein SpongeBob schauen durfte. Aber SpongeBob war schon immer eine geile Serie, so. Bist du schon mal aus dem Unterricht rausgeflogen, ja? Bist du mal Fallschirm springen? Ja. Würdest du alleine in Urlaub fahren? Ja. Wahrscheinlich gehe ich auch nächstes Jahr alleine in Urlaub mit meinen Freunden, wenn alles klappt, aber ist doch nicht sicher. Juckt es dich, was andere über deinen YouTube-Kanal sagen? Nein, so gar nicht. Würdest du für 1 Million Euro deine Familie verlassen und in die Türkei ziehen? Nein. Denkst du, Portugal gewinnt die WM? Nein. Könntest du dir mal vorstellen, Lehrer zu werden? Ja. Würdest du deine Haare blond färben? Nein. Hast du schon mal deinen besten Freund angelogen? Ja. So, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne für Videos sehen möchtet, dass ich mich auch daran orientieren kann und in Zukunft auch solche Videos bringen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.